Oder wir machen Außenaufgänge. Aber ich glaube, das passt jetzt nicht mehr beim mit dem wegen dem Abstand. Nee, aber ich glaube, es passt auch nicht so gut zum Wohnhaus, wenn man immer nach draußen muss, um in die zweite Etage zu kommen. Ach du, das war eigentlich gar nicht so unnormal. Ja, das Unnormal, stimmt. eigentlich hatten die auch keine Bäder im Haus. Die waren Ja. auch Was man separat. natürlich machen könnte bei so zwei kleinen Häusern, die nebeneinander stehen, dass man eine gemeinsame Treppe sozusagen nach oben hat und dass die einmal dann nach rechts und nach links führt und dann in die Schlafräume. Ist oben sozusagen nochmal eine separate Tür, aber hier ist, glaube ich, etwas zu wenig Platz dafür. Darum würde ich schon eher innen machen. Ja, die Wege wären ganz gut. Also, hat schon was. Jetzt das Dach machen wir aus Fichte auch oder aus Eiche? Oder aus Spruce? Nee, aus Pinewood. Sieht, glaube ich, auch ganz gut aus, aus Pinewood. Das sieht peinlich aus, ne? Warum? Man hier Pinewood hat. Dann ist auch nochmal ein bisschen ein Unterschied zwischen dem Holz. Na, sollen wir den einen weiter oben ansetzen mit dem Dach oder geht das so? Nö, ich denke, das geht so als kleinen Dachvorsprung. Dann mache ich aber kein Spitzdach, oder? Oder mache ich einfach ein Dach, was halt auf zwei Seiten offen ist. Und von zwei Seiten zusammenläuft und nicht von vier. Müssen wir mal austesten, wie das, was das für eine Wirkung hat, wie das optisch, was es so hergibt. Warte. Soll das einfach ein ganz normales Dach werden? Oder kann man dafür, also soll ich da auch noch so ein bisschen hochgezogen das machen. So. Also, dass wir dann das so haben, dass hier dann so einer drauf ist. So, dass das dann mit so einem Block hochgezogen wird, wie ich auf mein Klon ja gebaut habe. Schon, würde ich sagen. Ja. Ja, es hat auch nochmal einen schöneren Stil, finde ich. Haben wir jetzt eine Zweiermitte? Nein, wir haben eine Zweiermitte. Ich hasse Zweiermitten, aber scheiß drauf. Geht schon. Guys and Girls, soll ich hier den Weg hier, weil der Kreis, der verläuft hier so über den Weg. Soll ich den Tropfen hier weiter lang führen? Quasi unter dem gelben Kranz drunter durch oder? Ja, mach das, bis hier der gelbe Kranz da ist. Okay. Und dann schließt er ja einfach da an. Also hör Okay, einfach gut. irgendwo hier auf oder so. Ja. Okay, dann mach das so. Okay. Und dann mach einfach so, dass sozusagen noch ein bisschen so ein schräger Weg einfach hier wieder an den Ha. Weg anführt. Mach ich. Dass Okay. der Weg sozusagen weitergeht. Jo, danke. Mal wieder gern. Okay, also der Dachvorbau wird dann so aussehen, sagt Sakura.
Okay. Schick, schick. Ich guck gerade noch mal, ob man das Holz vielleicht noch mit irgendwas mischen kann. Mit Dschungelholz oder so. Dass er noch mal ein bisschen das Dach unterschiedlich ist. So, können wir hier ein bisschen Abwicklung reinklatschen. Slips brauche ich noch. Ach, jetzt haben wir Weg. Ah, okay. Boink, boink, boink. Ich habe ja jetzt mal Steuer 10 in Blender. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Blender, klar. Ist ein 3, ja. Blender, klar. Ist Open Source, klar kenne ich das. Auf jeden Fall baue ich da jetzt, habe ich vorher in Mantis eine Szene gebaut. Oder eine Landschaft. Und die baue ich jetzt mit einem kleinen Dorf in Blender nach. Und das ist so einfach, weil ich einfach bei Dächern zum Beispiel einfach nur eine Seite vorbauen muss und dann einfach rotieren, kopieren und fertig. Ja. Also geht hier auch, aber das ist sehr heikel, sagen wir so. Elrond, wenn es für dich okay ist, würde ich mal einen eigenen Boden ausprobieren. Ja, wenn. Ja, ich glaube.
Böden dürfen ja auch unterschiedlich sein. Ich würde jetzt hier gerne insgesamt 4 Etagen rausmachen, aber wenn ich hier noch einen Boden reinziehe, dann wird der Dachboden sehr, sehr groß. Also, mach das hier alles weg. Dass es mit Leitern zugänglich ist, wie eine Art Bibliothek, nur im Lager. Ja, das kann man machen. Das wird ja riesig, das Haus. Wird aber auch eine große Stadt sein, so. Right. Sonst hätte ich jetzt gesagt, Bürgermeisterresidenz oder irgendwie sowas. Naja, dafür ist es noch zu klein. Ich würde den Boden auf eine Höhe packen. Ich würde den Boden auf eine Höhe packen. Du meinst mich jetzt? Ja. Ja, okay. Weil sonst wird das schwierig mit den Dächern und so. Weil man dann ja die Boden muss. Ich wollte eigentlich kein komplettes, sondern dass hier eine Terrasse ist. Aber ja gut. Es ist dein Server, du bist Chef. Das kann man machen. Ja, bei einem Terrasse klingt ja per se erstmal nicht schlecht oder so. Ja, das wollte ich ja machen. Terrasse vorne. Ja, kann man. Deswegen hatte ich diesen Absatz gemacht. So, ja, okay, ja, dann mach. Den zweiten Boden, also den Boden von der zweiten Etage, wird dann aber wieder gerade, oder wie? Ach so, ja, dann mach. Hier muss ja nicht gleichmäßig sein. Also die Deckenhöhe, das kann ja immer alles variieren. Und es ist ja immer noch, es ist zwar dieses RPG, aber es ist ja auch Fantasy-Elemente mit drin. Ja. Wir haben zwar schon Sachen, wo wir uns dran richten, aber wenn wir uns jetzt zu streng an irgendwas dran richten, dann müsste der ganze Server nochmal umgekrempelt werden. Zumal das Element einer fliegenden Erdkugel in der Welt, im Himmel oder wo auch immer wir uns hier befinden, sowieso sehr unrealistisch anwirkend ist. Ja. Ist ja deswegen, auch Fantasy. Ja, deswegen meine ich ja. Wir müssen uns nicht zu streng an irgendwelche Richtlinien mit Geschichtsbüchern, mit Fakten halten. Wir können ja auch mal ein bisschen so outside the box denken. Apropos outside the box, ich habe gerade eine ganz komische Idee, die super verrückt klingt. Kennt ihr beide Avatar, der Luftbändiger, also diese Anime-Serie? Ja. Da ist auch diese riesige Insel, diese Schildkröte, ne? Diese riesige Schildkröteninsel. Ja, die Leviathan. Irgendwie kam mir gerade die Idee, hier an die Insel so zwei riesige Flügel ranzumachen und auch auf der einen Seite so riesigen Drachenkopf. So, dass das so ein fliegender Drache ist. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Irgendwie kam mir gerade die Idee. Ich wollte es einfach nur mal erwähnt haben. Welche Katze schleimt sich hier ein? Ach, hallo Kinder. Nein, das ist noch keine Raubtierfütterung. Danke. Nee, aber in genau 10 Minuten. 11. Bei mir ist es 12.19 Uhr. Ja, aber in 7 Sekunden wird es 20 nach. Nein, erst in 15. Nee. Ich glaube, die Uhr geht falsch. 15, wenn meine Uhr richtig geht. Ja. Ich
muss erst gucken, wo habe ich die Uhr mit Sekundenzeiger, aber nee, die steht. Verdammt. Ja, na, ich habe ja hier zum Glück mit Kaubuntu habe ich ja dieses Network-Time-Protokoll, also eine Internetuhr. Der vertraue ich zum Glück ein bisschen mehr. Ich meine, dafür gibt es ja Internetzeit, gell? So, was ist hier? Eigentlich kann ich hier dann auch gleich so machen. Da wird das Ding ein bisschen kleiner, aber gut, ist halt so. Ja. Ja. Eine große Granitplatte reicht. Was mache ich hier? Ja, das sieht doch schnieke aus. Was? Wiege, habe ich gerade fertig gewiegt. Wie gesagt, manchmal habe ich so versucht, gerade hier so bei dem Weg hier zum Beispiel, dass hier so zwei riesige Granitplatten mit eingearbeitet sind. Und ja, damit auch so ein bisschen größere Strukturen quasi vorhanden sind als nur diese kleinen Abweichungen. Ja. Genauso wie halt hier hinten hier auch diverse Natursteine drin sind. Größere Fragmente. Schön. Yay. Ja, auch mit dem Diorit. Das, oder? No. Ist das Diorit? Nee, ich keine. Ja, genau, Andesit, ja. Andesit ist grüne. Genau, Diorit ist das, was ich als Granit benutzt habe, quasi. Also hier dieser. Yay. Okay. Ja, ich lasse jetzt einfach den Dachboden so. Das funktioniert schon. Oh, hat schon was. Ja, und dann noch eine Etage hoch und da ist dann der Dachboden. Ah. Muss ich ziehen. Nice. So. Die Zeit vergeht echt schnell, muss man sagen. Ja, das ist wieder fast anderthalb Stunden. Ja. So. Dann reiße ich mal hier die Kirche ab und baue hier mal so aus schönen schwarzen Blöcken so einen Turm wie in Half-Life, der bis in den Himmel ragt.
Jo. Und da, oder wir machen a la Quake und dann spielen wir Capture the Flag. Ich baue einfach so wie auf meinem Creative Server völlig aus Versehen einfach mal so ein Betonblock aus Uranblöcken. Jo, das hält die ganze Stadt schön warm. Das tut aber auch nur einmal weh. Außer für die Zuschauer. Für die tut es öfters weh. Schön. Für die Strahlen gute Laune ist auch gesorgt. Ja. Jetzt habe ich 3 Stacks Pineapples. Warum? Damit sich einer nicht so einsam fühlt. So. So. Wollen wir denn für heute langsam Feiern machen oder sollten wir noch anfangen, Haus zu bauen? Nein, ich würde schon sagen, wenn wir jetzt das Haus noch anfangen, was jetzt ja gerade Sakura baut, lassen wir das noch zu Ende bauen, oder? Okidoki. Dann hast du heute mal vielleicht 4 Folgen. Ja, boing, boing, vielleicht die dritte boing. Ist etwas länger. Meinst du, das reicht mit den zwei Fenstern hier noch im Dach oder eher 3 an beide jetzt? Na, Dach würde ich schon eher weniger machen. Also soll ich so lassen oder soll ich noch eine hier in die Mitte machen? Ah, nee, das geht ja gar nicht, das ist eine Zweiermitte. Nee, oder? Na eben, also ich würde es fast so lassen, weil eben Dach ist ja vorteilhaft, wenn es ein bisschen dunkler ist, weil du das ja auch keine nutzt, um Sachen einzulagern und sowas alles. Ja. Wobei weiß ich gar nicht, ob man dafür nicht eher den Keller genutzt hat. Keller, weil kühler. Ja, eben stimmt, eigentlich schon, ne? Also, wo ich vorher gewohnt habe, da haben die sogar dann die Katakomben benutzt. Die vorhandenen. Ja, das machen die Restaurants heute noch. Ja, stimmt, ja. Strom auch dadurch. Da unten ist so gut wie keiner, außer mal die Touristen, die vorbeilaufen. Natürliche Kühlung, also. Ja. Nice. So. Tja, ich glaube, da würde ich sogar fast anfangen. Felron. Wenn du mal kurz hast. Ja. Und zwar würde ich das auf eine Etage, Wohnetage in Anführungsstrichen lassen. Ja. Und würde wie sonst mit dem Prinzip Falltür, Leiter arbeiten. Und zwar knapp über die Hälfte, also was ich hier mit der Stufe drin habe. Ja. Und zwar, dass ich dann quasi bis hierhin Boden, dass hier der Lagerbereich ist und hier die Terrasse. Wäre das in Ordnung für dich? Ja, alles gut. Also der später das Dach geht aber über den Ganzen, nur das ist halt auf dem dann sozusagen offen oder was? Die Terrasse kann auch überdacht sein. Das wäre ja kein Problem. Also das Dach geht dann sozusagen so in die Richtung. Und nicht so, genau. Also einmal. Das können wir ja dann anpassen. Ja, ja. Wie das am besten aussieht. Aber auch alleine, dass dann halt hier nicht so viel überschattet wird hier. Und, ja. Ne? Also, aber der Boden, jetzt sozusagen von dem Dachboden, geht einmal drüber. Also genau, und ab hier wäre dann alles nach hinten, die Terrasse und hier hinten Lagerraum. Jo. Ich würde uns vorschlagen, hier Slabs hinzumachen. Ich würde mir hier das Grundstück hier klauen, um hier ein kleines Häuschen zu bauen. Das sieht so schön aus. Achso, ich dachte, jeder baut alles. Ja, aber hier so ein bisschen so, vor allen Dingen auch so ein bisschen, um mich so experimentell auszuleben. Ja, genau. Kannst du machen. Aber jetzt muss man kurz. Nur in dem Stil. Also.
gestern halt. Ah. Ich muss aber mal ganz kurz hier mein Client neu starten. Irgendwie hängt die Texteingabe hängt irgendwie ein bisschen. So. Ich kann mal kurz gucken. Ja, nee. Der liegt nicht einmal bei einer Millisekunde. Nee. Also, im Server liegt es nicht. Ich würde dann hier auch wieder ein Querstreben machen, oder? Ja, so ach, das Bauprinzip würde ich schon beibehalten, auch vom Dach her, aber die Größe und Ausrichtung und alles, dass wir das dem Haus entsprechend anrufen. Okay, ich glaube, das liegt eher an OBS. Oh, warum? Das wüsste ich auch gern, aber OBS verzögert meine Texteingaben in sämtlichen Programmen. LOL. Ja. Ist mir aber noch nie aufgefallen, weil ich noch nie länger als eine halbe Stunde mal aufgenommen habe am Stück. Das ist ja interessant. Krass. Also eigentlich müssten wir das Fenster jetzt hier bei dem Haus wegmachen, die Seite. Weil hier ist so dunkel, da lohnt sich kein Fenster mehr. Vielleicht kann man ja später hier noch einen Geheimgang sozusagen hinmachen. Irgendwie hier so eine Leiter oder eine Falltür. So, dann ich weiß nicht mehr, in welchem Land es ist. Da ist der schmalste Fußgängerweg der Welt. Und da sind wirklich Fenster hinzugerichtet und Haustüren. Lol. Und es ist so schmal, dass an jedem Ende von diesem Weg eine Ampel ist. What? Ja. Nice. Weil du kannst nur aufeinander zulaufen. Mehr ist da, du hast nicht mal wirklich Platz, sich auf der Stelle zu drehen. Schön. Heute die wissenschaftlichen Fakten mit Sakura, alias Zwergi. Morgen mehr. Nee, also als ich das gesehen habe, dachte ich mir, okay, da ist eine Ampel. Das ist gemischt. Ich glaube, irgendwo in Italien ist das. Bleibt der Boden für den Dachboden so? Nee, also da würde ich einfarbig machen. Einfarbig? Da würde ich als einen machen. Das wird sonst zu viel.